Hallo zusammen, ich habe hier unseren Wemo 66N, also ein ganz normaler Standard-Kühlschrank. Hier jetzt in der Bausführung mit Band links. Standard kommt er mit den Scharnieren auf der rechten Seite, aber man kann ihn umwandeln. Da mache ich euch dann ein Video unten. Wir haben hier ein kleines Eisfach mit dem Eiswürfelbereiter. 1,5 Liter Flaschen gehen hier stehend rein. Wir haben den gleichen Kühlschrank ohne Eisfach. Das ist dann der Wemo 66F, wie flach. Hier unten ist der Thermostat. Hier kann man drehen von 1 bis Maximum. Die Alternative als Option gibt es solch einen Digitalthermostat, den kann man hier oben hinmachen oder auf der Seite hinmachen. Standard sind 1,5 Meter Kabel. Auf Wunsch länger, müsst ihr bestellen. Weiter zur Technik hinten dran. Wir haben hier hinten einen Danfoss Secop Kompressor, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt, BD35 mit einem kleinen Anschlusskabel. Hier empfiehlt sich die Länge vom Kabel von der Batterie über Hauptschalter, Zwischenschalter, Nebenschalter, Überschalter, Zwischen-, Ober- und Unterschalter, neben-, durch- und Querlüftung bis zum Kühlschrank. Diese Länge in Meter sollte im Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Also wenn ihr vorne die Batterie habt im Wohnmobil unterm Sitz, dann in den Verteiler fährt in der Heckgarage und wieder nach vorne sind das locker 12 Meter, dann müsst ihr 16 Quadrat Kabel verbauen. Optional gibt es statt der 12 Volt Steuerung einen zusätzlichen 230 Volt Anschluss. Also 230 Volt, das wird dann hier aufgesteckt und wir haben so eine Vorrangschaltung. Wenn ihr also das Wohnmobil viel braucht auf Campingplätzen oder das Boot viel im Hafen steht, empfiehlt sich sowas. Wenn ihr Reisemobilisten sind oder einen Bojenplatz habt im Boot, der keinen Landanschluss hat, dann empfiehlt sich das nicht unbedingt. Dann könnt ihr die Batterie laden über ein Ladegerät und dann den Strom von der Batterie ziehen. Ich habe hier den Katalog April 2021 und das ist der 66er. Wir haben hier die Maßzeichnung drin. Wir haben auch unten noch die Maße drin und wir haben hier einen Stromverbrauch bei 5 Grad innen und 25 Grad außen von 246 Wattstunden am Tag. Was heißt das vom Stromverbrauch her? 246 Wattstunden, das sind fast 250. Also in 4 Tagen brauchen wir 1000 Wattstunden pro 4 Tage. Und wenn ich dann das hier anschaue, hier habe ich eine 100 Ampere Lithium Batterie und diese hat zum Beispiel hier 1280 Wattstunden. Mit der kann ich diesen Kühlschrank hier 5 Tage betreiben oder ich habe Solarzellen mit 150 Watt Solar. Also der 66, wir haben eben zwei Versionen, der N und der F, mit und ohne Eisfach. Und dann die Option A, das ist eben die Vorrangschaltung für 220 Volt, den Digitalthermostaten. Und dann führen wir noch einen Einbaurahmen. Wenn wir den Kühlschrank wieder drehen,
Im Schrebergarten stelle ich den vielleicht freistehend hin, überhaupt kein Thema. Im Wohnmobil baue ich den hier links und rechts zwischen zwei Schränke. Dann kann ich, wenn ich hier einen Schrank habe, von dieser Schrankseite her, hier mit vier Schrauben oder von da und da, den Schrank anschrauben. Oder ich verwende solch einen Einbaurahmen. Der kommt hier drüber. Den kann ich einstellen, dass er bündig ist. Das heißt, die Türe steht nicht vor. Oder ich kann ihn zurücksetzen, so dass die Türe vorsteht. Dann sieht das auf der Seite, wo die Türe aufgeht, so auf. Ich habe hier den Rahmen. Sie sehen das mit der Einstellung vielleicht besser so. Ich habe den Rahmen und hier habe ich den Türverschluss. Wir sehen hier unten das Scharnier. Hier habe ich einen Riegel, den kann ich rüberziehen. Und dann kann ich die Türe so zumachen und hier bleibt die Türe offen. So kann ich den Schrank offen stehen lassen. So, wenn ich ihn nicht brauche, dann...